Der Wohnungsvermittler Airbnb hat ein triumphales Börsendebüt hingelegt in einem Jahr, das den globalen Reiseverkehr auf den Kopf gestellt hat. Die Aktien des in San Francisco ansässigen Unternehmens schlossen bei über $144 pro Stück. Das ist mehr als das Doppelte des Ausgabepreises von $68. Wir haben in den letzten Jahren versucht, dieses Unternehmen als Aktiengesellschaft zu führen, und wir standen bereits im Fokus der Weltöffentlichkeit. So schwierig es auch ist, ein börsennotiertes Unternehmen zu sein, es ist weniger kompliziert, als ein Reiseunternehmen in einer Pandemie zu führen. Der Schlusskurs gab dem Unternehmen eine Bewertung von knapp über $100 Milliarden. Die Aktien werden an der Nasdaq unter dem Symbol ABNB gehandelt. Der Börsengang brachte $3,5 Milliarden ein. Jetzt muss das Portal zeigen, dass es die hochgesteckten Erwartungen der Investoren erfüllen kann. Einige Städte haben die Vor- und Nachteile von Airbnb bereits intensiv erfahren. Einer Erhöhung der städtischen Einnahmen folgt in der Regel der Anstieg der Durchschnittsmiete.